Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steckt in einer tiefen Krise, nicht erst seit dem Fall Schlesinger beim RBB. In der Diskussion um die Zukunft des Systems wird auch vor einer möglichen Schließung kleinerer Anstalten wie dem SR nicht Halt gemacht. Das beschäftigt auch die Politik im Saarland. Heute informierte SR-Intendant Martin Grasmück den Medienausschuss des Landtages unter anderem über den Stand notwendiger Reformen auf dem Hallberg. Diana Kühner-Mert berichtet. Für die Fraktionen im saarländischen Landtag ist die Sache klar. Der SR muss eigenständig bleiben. Für den demokratischen Diskurs, für eine umfassende Berichterstattung aus dem Saarland, für die Saarländerinnen und Saarländer. Es ist auch gerade wichtig, dass wir eine regionale Berichterstattung, eine informative haben. Das hat nochmal eine ganz andere Akzeptanz, auch bei der Bevölkerung. Und das zeichnet auch den SR aus. Wir sind ein kleines Land, aber wir sind ein tüchtiges Land. Und wir haben einen sehr tüchtigen Rundfunk. Und deshalb sind wir, also ich persönlich, auch ohne Wenn und Aber für den saarländischen Rundfunk. Es wird keine Fusion des saarländischen Rundfunks geben. Es wird niemals eine SPD-Fraktion im saarländischen Landtag geben, die Existenz des saarländischen Rundfunks gefährdet. Deswegen müssen wir über das reden, was wirklich nötig ist. Nämlich über Reformen. Jahrzehntelang war der SR vor allem Hörfunk und Fernsehen. Lineare Berichterstattung also. Dann kam SR.de dazu. Inzwischen wird das digitale Programm immer wichtiger. Der SR soll noch stärker auch auf Plattformen im Internet erreichbar sein, ein jüngeres Publikum ansprechen und gleichzeitig seinem Informations- und Bildungsauftrag gerecht werden. Wenn wir wissen, dass die junge Generation immer weniger lineare Programme sieht oder hört, muss dieser Prozess schneller gehen, als er gegenwärtig läuft. Das ist die größte Herausforderung, die wir haben. Wir haben das Telemedienänderungskonzept gerade am Montag im Rundfunkrat ja verabschiedet, um auch zu sagen, hier, wir wollen zukunftssicher für den SR arbeiten. Auch die Gremien sind sich bewusst, dass wir auf diesem Weg in die Zukunft den saarländischen Rundfunk begleiten. Auf dem Gebiet sei schon einiges passiert, berichtet SR-Intendant Grasmück im Medienausschuss. Und das mit einer schlanken Struktur. Der SR sei reformerprobt und könne beispielgebend sein, auch für andere ARD-Anstalten. Im digitalen Programm gäbe es schon sehr erfolgreiche Inseln. In diesem Jahr hat der SR mit seinem YouTube-Format Offen und Ehrlich einen Grimme-Preis gewonnen. Das sind für mich Blaupausen, die wir weiterentwickeln müssen. Wir müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifizieren, schulen. Wir brauchen auch neue Köpfe, auch kreative Köpfe aus diesem Bereich, aus dem nonlinearen Bereich, die dort vielleicht auch schon Erfahrung gesammelt haben, damit wir uns gegenseitig befruchten und dann eben zügig diesen Umbauprozess fortführen. Der Druck ist hoch, auch der finanzielle. Einiges werde wegfallen müssen, so Grasmück. Er wolle das ohne harte Brüche gestalten, aber mit einem hohen Tempo. Trotzdem, Überlegungen zur Abschaffung eines eigenständigen SR waren zuletzt häufiger laut geworden, auch aus der ARD selbst heraus. Zustimmen müsste dem allerdings das Land. Bei Medienstaatsverträgen ist ja die Einstimmigkeit notwendig zwischen den Ländern. Und die saarländische Landesregierung wird nichts mitmachen, was die Existenz und die Zukunftsfähigkeit des saarländischen Rundfunks gefährdet. Der Fortbestand eines eigenständigen SR stand in der Vergangenheit schon häufiger zur Diskussion. Nach dem Fall Schlesinger beim RBB leidet der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt unter einem Vertrauensverlust. Das, verbunden mit der Notwendigkeit, erfolgreiche Formate für neue Ausspielwege zu entwickeln, stellt nicht nur den SR vor große Herausforderungen.